Die Premiere des Ringzyklus am Anhaltischen Theater rückt immer näher. Ab dem 12. Mai wird der Ring des Nibelungen Mythos und Utopie die Zuschauer in seinen Bann ziehen. Seit über 50 Jahren hat das Bayreuth des Nordens, wie das so bei Wagner-Liebhabern auch genannt wird, kein solches Spektakel mehr erlebt. Und das, obwohl die Wagner-Tradition tief in der Stadt verwurzelt ist. Na, die geht wirklich bis auf Richard Wagner selber zurück. Richard Wagner war zu seinen Lebzeiten selber des Öfteren in Dessau, hat öfter hier Aufführungen gesehen, hat sich sehr lobend darüber geäußert. 13 Musiker der Dessauer Hofkapelle haben 1876 in Bayreuth mitgespielt bei der ersten Aufführung des Rings. Der erste Hornruf von Siegfried, der in Bayreuth erschallte, wurde gespielt von einem Dessauer Musiker. Der damalige Dessauer Ballettmeister Richard Fricke war Co-Regisseur von Richard Wagner in Bayreuth. Und in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es große Ringzyklen hier. Da war Dessau wirklich die Wagner-Spielstätte in der DDR. Das sind wirklich ganz große Traditionen. Wer kennt sie nicht, die Sage um die Nibelungen? Die Irrungen und Wirrungen rund um Siegfried, Hagen, Gudrune und Brünnhilde faszinieren seit Jahrhunderten. Von 1848 bis 1874 arbeitete Richard Wagner an der Umsetzung der Sage in eine Oper. Auch wenn der Besuch viel Sitzfleisch erfordert und die Thematik anspruchsvoll ist, ist sich André Bücker, Generalintendant am Anhaltischen Theater, sicher, dass nicht nur Wagner-Begeisterte auf ihre Kosten kommen. Es ist natürlich erstmal für alle Wagner-Begeisterten, für alle Opern-Begeisterten, aber ich bin vor allen Dingen davon überzeugt, dass dieses Werk auch etwas ist für Leute, die erstmal gar nicht glauben, dass sie damit was anfangen könnten. Also Wagner hat ja auch oft so den Ruf, das ist so schwer und so sperrig und ach, das ist nicht, da muss man so viel von Oper verstehen und so. Und ich glaube, man sollte das einfach mal ausprobieren, da einfach auch Grenzen überwinden und sich einfach mal trauen, sich dieser Musik hinzugeben. Das ist eine ganz, ganz großartige Geschichte, die dort erzählt wird. Fantastische Musik, die einen in seinen Bann zieht und wirklich einen berauscht. Und ich glaube, das ist auch etwas für Menschen, die jetzt noch gar nicht wissen, dass sie so etwas mögen könnten. Am 12. Mai feiert die Götterdämmerung Premiere im Anhaltischen Theater und damit der erste von insgesamt 4 Teilen. Die weiteren Teile Siegfried, Walküre und Rheingold folgen in den nächsten 3 Jahren. Grund genug, positiv in die Zukunft zu blicken. Na, man wünscht sich natürlich viel Publikum, man wünscht sich eine große Begeisterung, man wünscht sich, dass auch viele Menschen den Weg hierhin finden, die vielleicht sonst nicht hierhin kommen. Auch überregionale Resonanz, dass Menschen aus ganz Deutschland nach Dessau kommen und diese einzigartige Kulturlandschaft hier kennenlernen. Das wünschen wir uns natürlich und dann für die nächsten Jahre einfach eine gute Perspektive für das gesamte Haus und für diesen Ring. Damit diese Erwartungen auch erfüllt werden, muss man die Kunde des Ereignisses auch in die Welt tragen. Neben dem Ringbus zieren nun auch zahlreiche Plakate Städte wie Halle, Leipzig und Magdeburg, um die Gäste nach Dessau zu locken und das mit Erfolg. Es gibt schon eine erste Resonanz. Das Plakat, das Motiv ist so großartig, dass sich wirklich inzwischen schon Menschen gemeldet haben bei mir und gesagt haben, was für ein großartiges Plakat. Und damit natürlich eine hohe Aufmerksamkeit für die Aufführung erzeugt wird. Also auch aus meiner Sicht ganz persönlich muss ich sagen, es ist sehr gelungen. Es zeigt sehr prägnant dass es hier um die Stadt Dessau geht. Es ist eine großartige Künstlerin zu sehen in diesem roten Kleid. Also ein wirklich sehr aufmerksamkeitsstarkes Motiv. Zittern und leiden Sie also mit beim Ring des Nibelungen im Anhaltischen Theater Dessau.